bekomme Bomben. Das ist toll. Besser als Geld, auf jeden Fall. Oh, Master Raji hat uns erlöst. Dann drehe ich mal das Rad. Und frage um Rat. Ah, Rat und Rat. Kein Schwert. Okay, bin ich... Nehme ich mit. Also Leute, ich kann auch gar nicht mehr reimen, ey. Der Stream macht mich alle. Hat Susanne nicht den Dreh offen? Oder vertue ich mich da? Meine, er wurde übersehen. War schon länger her. Hä? Hat das gerade nicht geklappt? Jetzt. Ein Herzteil. Jo. Auf der LA. Was? Auf der LA? Was ist gemein mit LA? Schnell. Ne, warte mal. Hier schnell rein. Was mache ich hier gerade? So, warte mal. Top Chat. Okay. Ja. Okay. Machst du aber gut mit den Reimen? Naja, ja, geht so. Manchmal kommt nicht so viel bei rum, oder? Okay, wir gucken mal ganz kurz, denn hier unten gibt es einen Dekohändler, ne? Oh nein, hier ist gar kein Dekohändler mehr. Was ist denn da unten jetzt? Der dreht sich einfach fröhlich im Kreis? Hat der da hin. Hat der da unten einen Sinn? Nö, ne? Ich glaube nicht. So. Dann, wir können gleich nochmal die... Wir checken gleich nochmal die Kletterwand ab, genau. Chris hat es schon gerade gesagt. Was muss man machen, um am Rad drehen zu können? Die Susanne, beziehungsweise... Jörg, lies dir mal die Kanalbeschreibung durch. Da steht das alles drinne. Also theoretisch, immer wenn der Stream startet... So, immer wenn der Stream startet, drehen wir einmal am Rad. Ansonsten, wenn ich sterben sollte... Oh Gott, wie kommt man denn da hin? Ich brauche Bombenpfeile, Leute. Eindeutig brauche ich Bombenpfeile. Wenn ich einen neuen Dungeon betrete, drehen wir das Rad. Und falls jemand spendet, beziehungsweise eine Mitgliedschaft verschenkt oder abonniert, drehen wir am Rad. Da unten ist auch ein Herzteil. Theoretisch könnte ich da auch hinkommen. Ich probiere mal kurz mein Glück, ob ich da mit einem Jump hinkomme. Auf dem Weg unten sind auf der linken Seite zwei Steine der Nacht kommen. Dort eine Skulti. Ah, okay. Aber kann ich... Das sind zwar zwei Steine, aber... Ich glaube, das ist nur als Erwachsener. Und da brauche ich den Hammer, soweit ich weiß, um die wegzumachen. Oder, Susanne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir gucken gleich mal. Ich weiß nicht, ob ich meinen Jump dahin schaffe. Könnte knapp werden. Yo, Mann! Geil! Und einen neuen Herzcontainer. Das hat sich doch gelohnt. Mann, es gibt keine Bombenpfeile. Ich weiß, aber es wäre nützlich. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Das war gut. Also, wir machen mal kurz Nacht. Hier ist sowieso alles anders. Hier ist sowieso alles anders mit den Skultis. Ob die jetzt da sind, weiß ich sowieso nicht. Müssen wir mal gucken. Also, ich höre auf jeden Fall eine Skulti. Meine, das sind Bombensteine. Aber, nee, ich glaube, das ist nur als Erwachsener, Susanne, weil ich sehe gerade keine Steine. Du meinst hier unten, ne, an der Stelle. Aber ich glaube, das sind auch Steine, die mit dem Hammer zu bedienen sind. Ich deabonniere und da abonniere wieder schnell. Nee, das zählt nicht. Die Geheimtricks. So. Wir lassen uns mal mitnehmen. Shit, nein, das war dumm. Ah, das war dumm. Ich wollte das als Erwachsener machen. Als Erwachsener. Ich wollte das am Tag machen. Das war doof. Glaube ich. Müssen wir mal gleich mal gucken. Haben wir hier eine Skulti? Hier unten hatten wir eine, ne? Nee, da steht nur eine Wache. Was ist denn, wenn ich jetzt den Song mache? Stimmt, es gab mal Nexomon-Rap. Okay, das passiert. Okay, das geht. Alles klar. Also, hier haben wir einen Huhn, Leute. Das brauchen wir auf jeden Fall.
Wir gucken mal, ob wir die Quest mit den Hühnern jetzt abschließen können. Mal gucken. Das würde ich heute als letzten Akt machen. Das wird sowieso noch ein kleines bisschen dauern. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier rüber fliegen. Denn wir brauchen das Huhn. So. Da haben wir da schon mal eins, zwei Hühner. Das werfe ich... Nein! Okay, wir verschieben das mit den Hühnern. Wir verschieben das mit den Hühnern. Jetzt habe ich es verkackt. Okay, haben wir jetzt mittlerweile einen? Wir können immer noch keine Belohnung abholen. Tut mir leid, Leute. Es ist immer noch keiner normal geworden. Sorry, Spyro. Leider aktuell immer noch nie möglich. Warte mal. Was ist denn, wenn ich jetzt nochmal Nacht mache? Spawn ich dann auf dem Dach? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich probiere mal ganz kurz. Ich komme jetzt aus der Tür raus, oder? Ja, shit. Ja, das habe ich verkackt. Okay, Leute. Wollen wir das mit den Hühnern jetzt machen? Dann würde ich nochmal auf den Todesberg gehen und würde nochmal zur Eule gehen. Oder wollen wir nochmal schnell nach Hyrule-Stadt gehen und vielleicht eine Runde Minenbowling machen? Was sagt ihr? Hühner oder Minenbowling? Auf jeden Fall jeweils der letzte Akt für heute, für den heutigen Stream. Hühner, Hyrule-Stadt, Hühner. Finde beides gut. Mach ruhig, ich hoffe, Anschub gibt dir eine Flasche. Geh spielen. Also Mehrheit ist aktuell für Hühner. Frage ist halt, kriegt man die alle zusammen? Wir haben hier halt einen Huhn, wir haben hier einen Huhn, ne? Hol die Hasenmaske, kannst du schneller laufen. Weiß ich nicht, ob das hier funktioniert. Mine. Mine? Ach, Minenbowling. Minenbowling. Okay, jetzt sind wir ja für Minenbowling. Die Frage ist, wo sind denn auch sieben Hühner versteckt? Das weiß ich halt auch noch nicht genau. Wo sind die alle? Ist halt auch nochmal eine gute Frage, ne? Ich glaube, da müssen wir uns sowieso mehr Zeit nehmen. Aber hier ist auch kein Huhn. Ist hier noch irgendwo eins versteckt? In der Kiste vielleicht? Da ist noch eins, okay. Da haben wir jetzt drei. Da oben ist keins. Okay, wir machen Minenbowling, alles klar. Drei Hühner. Eins, zwei, drei, ne? Insgesamt müssen wir, glaube ich, sieben Stück finden, hatte Anju gesagt. Ich will nur mal ganz kurz abzählen. Geht gleich los mit Minenbowling. 1, 2, 3. Hier könnte vielleicht auch noch eins drin sein. Nö. 4. Fünf. Eins ist schon drin. 5. Ist hier hinten vielleicht noch eins? Eins war bei Saya. Genau. In Vanilla Game Ocarina of Time machen Hasenohren keinen schneller. Nur ein Randomizer. Aber ob es eine Goldquest ist, weiß ich nicht. Das müssen wir ausprobieren. Unbedingt. Okay, 5. Da ist Nummer 6. Und die Frage ist halt, wo ist Nummer 7? Das müssen wir auch noch rausfinden. Okay, ich denke mal, irgendwie kriegen wir die zusammen. Irgendwie kriegen wir die zusammen. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Wir gehen erstmal zum Maskenshop und machen noch eine Runde Minenbowling, würde ich sagen, als Abschluss für heute. Ich glaube, das klingt ganz plausibel. Vielleicht beim Weg zum Todesberg ist einer. Ja, da war einer, Chris. Das haben wir schon, das habe ich schon mitgezählt. Das eine noch. Also insgesamt sind es, glaube ich, sieben Hühner, die sie haben möchte. Da ist ein Loch. Waren wir da schon drin? Ich glaube, da waren wir schon drin, aber die Skulti kann ich mir halt nicht holen. Da sind sogar mehrere Skultis. Zwei oder drei. Die Leiter hoch, dann ist eins hinter der Windmühle. Das könnte auch noch sein. Bist du dir sicher, dass da eins war?
Wäre natürlich super, dann hätten wir alle. Beim Schloss die Fee, ja, die müssen wir auch noch holen. Das stimmt. Okay, wir gucken mal kurz. So, pass auf. Wir haben ja diese Quest. Ich bin der Meinung, er hier hat was verkauft. Ah, ist das Rumble Pack, was er verkauft. Ach ja, das Dego-Schild haben wir jetzt mittlerweile wieder. Wir müssen mal irgendwie auf die 200 Rubine kommen. Das wäre ganz toll. Ach ja, das war das hier. Ha, ich erinnere mich. Ja, im Original ist immer eins dort. Okay. So, okay, wir holen uns erstmal die Fuchsmaske. Da freut sich jemand. Reißt 10 Rubine. Let's go. Kitenmaske, nicht die Fuchsmaske. Noch besser. Okay. Papapapam. Hallo. Ach so. Wir können ja auch mal das Spiel hier noch machen, ne? Das haben wir auch noch nicht gemacht. Damals hat man, glaube ich, kein Geld dafür. Mittlerweile haben wir ja Geld. Ah nee, das hat 100 Rubine gekostet, oder? Ja. Das können wir gar nicht spielen. Ah, okay. Kann sein, dass wir auch das Minenbowling nicht machen können, weil das vielleicht auch 100 Rubine kostet. Müssen wir mal gucken. Papapapam. Okay. Hallo. Wie viel kostet das hier? Besucher. Wie viel habe ich jetzt bezahlt? Let's Bowl. Ein Herzteil. Juhu. Wie viel habe ich bezahlt? Ich weiß nicht, wie viel ich bezahlt habe. Okay. Zack. Holst du dann die Fee im Schloss dort? Das mache ich auch noch, genau. Nicht drum kann er die auch nicht alle einsammeln. Doch, 500 Hühner. Let's go. Also 900. So, es könnte passen. Oder? Jo, Alter, geil. 30 habe ich bezahlt, okay. Ja, das geht noch. Ich glaube, sind sie im Original auch 30? Ich glaube, es sind nur 10 oder 20. Oder? Leute, aus der Bahn. Ah. Ich hasse diese Hühner. Huhn, geh weg. Ah. Dieser Fettbops. Jetzt aber. Jetzt. Ich hab's im Ruin. Oder auch nicht. Okay, 30 ist jetzt auch im Originalspiel. Geh weg! Was ist denn mit dir? Aus der Bahn! Ah. Es kommt gleich das Ordnungsamt, Leute. Was ist da los? Weg da! Nee! Gibt's doch nicht. Erstmal Döner essen. Das ist immer gut. Lass es dir schmecken. So, jetzt aber. Jetzt! Scheiße! Nur noch ein? Nein! Okay, ich mache das jetzt mit geschlossenen Augen. Toll, Bomben. Danke für nix. Jetzt klappt's bestimmt beim ersten Mal. Hey, dieses dumme Huhn. Was ist denn mit dem? Was ist denn mit diesem Huhn los? Ich gehe kaputt. Huhn, geh weg, geh weg. Da, da. Wehe. Hä? Oh nein. Was? Die haben da so eine Wand eingefügt. Was ist denn da los? Scheiß. Scheiß, ich muss das schräg machen. Nee, das war auch nichts. Hä? Aber eben hat's ja... Hä? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Habt ihr das gerade verstanden, warum das passiert ist? Hey, jetzt klappt's. Hä? Verstehe ich nicht. Was war das denn? Also ganz ehrlich. Geh weg! Ich hasse dieses dicke Huhn.
Normalerweise muss die ganze Hühnerfamilie kommen und Link angreifen. Ja, eigentlich schon. Aber naja, ja, egal, es sind ja eh nur Bomben. Mein Hund ist Fan von Zelda, Junge. Immer wenn ich ihm zuschaue, kommt er und schaut. Ja! Wie heißt dein Hund? Okay. Wir haben Bomben gewonnen. Wow, dankeschön. Toll, Bomben. Versuch mal einen Trickshot zu erzielen über die Wand. Ah, da bin ich nicht gut drin. Ich glaube, da mache ich eher mehr kaputt. Jetzt Bombentasche. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das Herzteil müssen wir uns eigentlich auch holen, aber Bombentasche will ich auf jeden Fall haben. Simba! Hallo Simba! Okay, das war dumm. Das war doof. So. Ja. Mann, Link, stell dich doch mal leicht schräg hin. So könnte es was werden, oder? Nee, das war schlecht. Das war doof. So vielleicht? Nee, das war auch doof. Shit. So aber, oder? Das sieht gut aus. Okay, schön. Jetzt hat er gebellt, lol. Simba! Yo, Simba! Super Kerl. Na. McFetthuhn steht mal wieder im Weg rum. So kennen wir es ja nicht anders. So, jetzt aber. Ich spür's. Das wird kein Erfolg. Wir haben noch 3 Versuche. Let's go. Ah, schön. Dankeschön, liebes Spiel. Dankeschön. Halt doof, dass wir das Herzteil nicht bekommen haben. Wäre sonst echt gut gewesen. Ich wäre echt zufrieden gewesen. Schade. So, jetzt können wir 50 Bomben tragen. Wir haben kein Geld mehr. Mann, das ist so traurig. Frage ist halt, bekommen wir eine größere Geldbörse von der ersten... von den ersten Skulltula-Typen? Das ist halt die Frage. Gute Frage, nächste Frage. Okay, wir gehen erstmal... wir gehen mal schnell noch zur Fee. Letzter Akt für heute, liebe Leute. 50 Stück ist schon eine Hausnummer. Ja. Er will in den Fernseher steigen. Lol, muss gerade abhalten. Sorry. Sorry, Hundi. Ich bin leider nur im Fernsehen. Okay. Mal gucken, was wir jetzt auch als letztes absahnen. Theoretisch halt Dins Feuerinferno. Mal gucken, ob es auch hier in diesem Heck Dins Feuerinferno ist. Aber ich denke eigentlich schon. Mal gucken. Mit Dins Feuerinferno kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ich würde sagen, wir können auf jeden Fall jetzt auch als Strafe mit reinnehmen, dass wir keine Magie mehr benutzen können. Für eine bestimmte Zeit. Ist, glaube ich, auch ganz nice, oder? Was sagt ihr? Kann man, glaube ich, machen. Oder, ja, ist ganz nice. Ist halt eine gebührende Strafe, sag ich mal. So. Aber, liebe Leute, ich bedanke mich erstmal wieder für diesen wunderschönen Stream. Es hat so viel Spaß gemacht. Mega funny. Und nächste Woche, Samstag, 18 Uhr, geht's auf jeden Fall wieder weiter. Ich bedanke mich für eure ganzen tollen Spenden und Mitgliedschaften und dass ihr alle so fleißig mitgemacht habt. Ja, wer es noch nicht gemacht hat, gerne liken, kommentieren, abonnieren. Diese Folgen hier werden dann wieder auf YouTube veröffentlicht mit leichter... ja, ich werde die noch leicht schneiden. Und da können die Leute, die jetzt den Stream quasi nicht mitgeschaut haben, dann auf YouTube nachschauen. Und auch Kommentare drunter posten, falls ihr noch Ideen habt zu anderen Strafen. Oder vielleicht noch andere Ideen zu irgendwelchen Schätzen, die wir noch holen können. Vielleicht fällt euch ja noch irgendwas ein, wo wir noch nicht waren, was wir noch machen können. Auf jeden Fall, hier haben wir erstmal den Feuerinferno noch. Und ja, ich bedanke mich für diesen wunderschönen Stream, für dieses wunderschöne Projekt. Und wir sehen uns dann nächsten Samstag, 18 Uhr wieder. Da sind wir wieder alle am Start hier. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder in dieser zahlreichen Anzahl einschaltet und wieder mit dabei seid. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.